Was war das? Haribo macht doofe froh. Und die Gescheiten ebenso. Hallo Matthias, du, jetzt ist es soweit. 12 Jahre ist es her. Wirklich 12 Jahre, ich habe selber nicht glauben können. Und zwar erwischt. Ich wünsche dir alles Gute zu deinem 30. Geburtstag und weil es normal üblich ist, dass der Gast zum Künstler kommt, kommt heute der Künstler zum Gast. Ja, Matthias, 30, ein Wahnsinn. Bei dem, was dazwischen alles passiert ist, gute Leistung. Ich habe da so einige Geschichten gehört, auch aus deinem Freundeskreis. Aber das ist eine andere Sache, die geht mir ja quasi nichts an. Pass auf. Alles Gute für deinen nächsten Jahr. Eines mehr, halb so wild, es gehört dazu. Alles Gute, von Herzen wünschen wir. Alles Gute für deinen nächsten Jahr. Ja, Matthias, und wenn wir schon dabei sind, es gab da Zeiten in Kärnten, aber da gehen wir jetzt nicht genauer drauf ein. Aber es gab auch Zeiten in der Sulveranda. Und vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, an den einen oder anderen Abend, da waren also Sachen dabei wie. Hey, hey! Bitte, Evo! Hey! Du, das macht mich froh! Hey, hey! Weil dann rede ich mit dir! Hey, hey! Und du mit mir! Sie warten für die Jung, hat die Mutter gesagt. Das geht nicht gut, hat der Vater sich beklagt. Zuerst was erleben, stimmten die Großeltern mit ein. Alles ein Blödsinn, jetzt war es an heute noch vereint. Und ich glaube, das trifft sogar ganz gut für die zu. Nein, schon hörten, warten angesagt, weil von den Alten gibt's fast keine mehr. Solche mit Charakter, die wissen, was lang geht, und die sich nicht für ein Zehner verbiegen. Nein, schon hörten, die nicht lieben. Das trifft ja fast auf die zu, die nicht liegen, die nicht liegen. Alles Gute, Bruder. Ja, herrlich, großartig. Ja, mein Lieber, so war das. Du, Wolfe, ja. Wenn du schon da bist einmal, hast du nicht Lust mit mir und Zeit, ein bisschen über Matthias zum Plaudern. Also, nein, Gerhard, tut mir leid, das sicher nicht. Sicher. Was ist nein, jetzt? Sicher. Was ist? Natürlich, das war doch nur ein Scherz. Ich wollte nur die Gitarre weg tun, dann der Brennholz ist im Weg. Okay, verstehe. Du, wir werden dann ein paar Geschichten über Matthias thematisieren. Okay. Und wir kommen zu der Person, die was die schwierigste Arbeit gehabt hat, nämlich 1994 bei der Geburt von Matthias, im meisten Stress. Weißt du, wer das ist? Ja, da muss man uns aber schon ein bisschen helfen, weil da nicht einmal ein Ansatz. Wer ist das? Ich selber. Verstehe. Und wenn wir gerade dabei sind, das ist der Wahnsinn. Ich habe die Ehre, die erste Geschichte zu unterzählen von Matthias. Und zwar, die Geschichte geht auch so, mit 3, 4 Jahre, es geht um Schnitterl. Schnitterl, damals hat es MeToo noch nicht gegeben. Und trotzdem
ist das sehr lustig, die Geschichte gewesen, letztendlich. Der Matthias ist immer im Auto hinten drin gewesen, im Kindersitz, und wir sind gefahren und waren ein Feind mit mir gesessen ist, aber so, wir haben einen leibenden Hosen in einem Nebenbauauto gesehen, haben halt gesagt, schau, eine Schnitte, wir haben nicht gesagt, schau, sondern wir haben ein Codewort verwendet natürlich, und na, was glaubst du, was der Bub macht? Ich fahre eines Tages mit einem Feind wieder spazieren in Wien, und wir sind leise, und auf einmal, Papa, sag ich, was ist Matthias? Sagt er, schau, ein Schnitterl. Ja, aber damals schon, das hat er schon geschaut. Schnell überrissen. Und Manner hat er sicher nicht gemacht. Nein, Manner nicht. Aber Gerhard, bleiben wir doch bitte bei der Wahrheit. Und zwar? Du warst definitiv nicht der Einzige, der da ein bisschen Stress gehabt hat, wie der Matthias das Licht der Welt erblickt hat. Nein, pass auf, hoch zu einmal. Wer hat im Kreis so die Nerven weggehauen? Das war ich. Mich haben es zu zweit, zwei Krankenschwestern rausgeführt. Wer hat dann feiern müssen, drei Tage lang? Das war auch ich. Das ist nicht so easy. Aber natürlich, die Martina hat auch ein bisschen was beitragen dazu. Und die Martina hat auch eine sehr lustige Geschichte. Die war auch sehr viele Schlag von Matthias. Da bin ich gespannt. Lieber Matthias, es ist jetzt 30 Jahre her und es gäbe sehr viele Geschichten über die zu erzählen. Lustige, traurige, spannende, alles mit dabei. Aber eine Geschichte ist uns besonders in Erinnerung geblieben. Der Tatort. Genauer gesagt, hinter diesen drei Fenstern. Mitwirkende Matthias. Alexa. Freiwillige Feuerwehr ausleiten. Alexa, aus. Diese magischen Worte hat Matthias am 30. Mai 2019 von Leichnam, ein Donnerstag, Feiertag, nicht gesagt. Ein aufmerksamer Nachbar hat einen Feueralarm vermutet und hat die Feuerwehr aus Leiten informiert. Es kamen drei Feuerwehrautos und die Polizei. Ein liebevoller Weckruf von der Feuerwehr aus Leiten hat dich dann im Bett aufgeweckt und du hast es nicht glauben können, du hast geglaubt, das ist ein Schmäh von deinem Freund und hast den armen Menschen auch noch geschimpft und aus der Wohnung jagen wollen, bis er dann das Fenster aufgemacht hat und du mal rausgeschaut hast. Die Straße war an beiden Seiten von der Polizei gesperrt, es standen drei Feuerwehrautos im Einsatz. Ja, lieber Matthias, da warst du das erste Mal wirklich völlig fertig, aufgelöst und echt schmähstart. Zusätzlich auch eine tolle Aktion für die Hausleitner Einwohner, die an diesem kirchlichen Feiertag einen großen Umweg in Kauf nehmen mussten, um in die Kirche zu kommen. Lieber Matthias, wir wünschen dir alles, alles Liebe zu deinem 30. Geburtstag, dass das ein bisschen ruhiger angehst. Und sind stolz auf dich. Wir sind wahnsinnig stolz auf dich. Alles, alles Gute. Jetzt kommen wir zu der Oma. Was hast du, Junge? Naja, es ist ja so, dass die Großeltern meistens Geschichten wissen, die die Eltern entweder nicht miterlebt haben, wo sie nicht dabei waren, weil sie halt eben das Baugartal bei der Großoma gehabt haben. Oder halt ja, da könnten schon fatale Geschichten auftauchen, oder nicht? Na, Oma, heiß bitte. Hallo, lieber Matti. Ich habe lange hin und her überlegt, was ich dir eigentlich kaufen könnte zu deinem 30. Geburtstag. Mir ist einfach nichts eingefallen. Aber dann habe ich so zurückgedacht an deine Kindheit. Und da hast du eine besondere Vorliebe gehabt. Kannst du dich daran erinnern? Du hast immer irgendwem was weggenommen. Und das war die Jessie. Der Jesse hast du was weggenommen und ich hab das heute gekauft. Siehst du das? Alles Gute. Sei mir nicht besser. Das hab ich sagen müssen. Also ich will mich da jetzt nicht zu weit rauslehnen, aber hat da die Oma wirklich alles erzählt? Ich meine, das war ja eine sehr nette Geschichte eigentlich. Ja, war ja eine nette Geschichte. Ich meine, außer, dass der Matthias den Hund das Fressen gestohlen hat und selber gecovert hat. Mahlzeit, Matthias. Frohlich.
Du, und jetzt? Weißt du, wo wir jetzt hingehen? Zum Schmähbruder von Ernst Braun. Ui. Alles Liebe und Gute. Und mir auch, das ist toll. Schatz, ich liebe dich und alles Gute zum 30. Komm her, ich will wieder mal die Fitz spielen. Stundenlang, tagelang, wochenlang, jahrelang. Ich muss aber nicht gleich sein. Also, Sierdorf, Ernst Braun, gibt's da noch? Stockerau gibt's natürlich auch, Großeltern. Viel Spaß damit. Hallo Matthias, ja, was Marte? Martin, zu deinem Geburtstag wünsche ich dir einmal alles Gute. Was du mir recht stinkert bist, hätte ich eine Idee für dich. Denk noch auf uns, zwei, wenn wir da benannt waren. Wenn du recht sauer bist, denkst du an Wiel Bull und Schaum. Dann denkst du aufs Kugelschreiber, Tischmatch. Das ist das zweite. Und das dritte ist das Rustgefenster. Wenn du auf das denkst, vielleicht bist du dann besser drauf. Und eine Überraschung habe ich für dich. Ich zeig dir dein erstes Cabrio. Original Matthias Heiß. Ah, ja, ich hat schon gerucht. Daher, das ist von dir. Und das ist auch für die nächste Generation. Ciao. Martl, alles Gute. Auch von mir alles Gute zu deinem Geburtstag. Auch wenn du jetzt 30 bist und verheiratet bist, du warst mein erstes Enkel, das ganz unverhofft und unvorbereitet gekommen ist. Und trotzdem habe ich dich sehr lieb. Alles Gute. Ich sag, Gerhard, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, du hast ja da mit Musik auch einiges am Hut gehabt. Das heißt, hat der Matthias hat doch dann in irgendeiner Form immer wieder mit Künstlern zu tun gehabt. Erzähl, was? Du, ja, mit Wolfgang Ambros Fußball gespielt in Göllersdorf. Oder mit Alf Boyer auf Tour. Oder mit Wolfi Leib in Urlaub am Hafnersee. Du, aber wenn wir gerade beim Wolfi Leib sind, du, kannst nicht du eine Geschichte über Matthias erzählen. Ich hoffe, ich gehe da jetzt nicht so sehr ins Detail, aber es war doch in Kärnten immer wieder recht interessant. War eine wunderschöne Zeit. Ich kann mich an die Eiskübel-Challenge, das haben wir eigentlich mehr erfunden, gemeinsam mit dem Buben, der sich immer gefreut hat, wie ein kleiner Potzen, wenn man bei UNO, wenn man das Wasser drüber schütten hat können. Aber eine Geschichte ist mir da besonders im Kopf geblieben, weil ich selten zuvor in meinem Leben von einem jungen Menschen so ein Gesicht gesehen habe. Nämlich einer deiner großartigen Küchenzaubereien war dieser berühmte Gerhard Eis griechische Salat. Und ich weiß noch, wenn wir am Abend gesessen sind, es sind ein Papier getrunken worden, es war jetzt keine großartige Geschichte, ein Papier getrunken worden, und wir haben uns aber ausgemacht, wenn wir da unten sind, einer nach dem anderen macht den Küchendienst. Einmal weißt das du, einmal weiß ich, und ich weiß nur am nächsten Tag nach diesem, das war nämlich, glaube ich, ein 10-Liter Kiebel, den du da angefertigt hast. Es war ein großer Kübel. Kam es dann dazu, dass wir am nächsten Tag beim Frühstück dort gesessen sind und dann ging die Diskussion los. Papa, ich will halt nicht das Geschirr anwaschen. Und da hast du aber gesagt, Bub, pass auf, ausgemacht ist ausgemacht, eingeschlagen ist eingeschlagen, Wort ist Wort und hin und her und er wollte sie drucken und er wollte runtergehen aufs Klo und dann hätte er das und dann hätte er dort. Nein, du hast aber da mit der harten Hand durchgezogen, dass das, was ausgemacht war, ausgemacht war und er hat sich dort hingekniet und hat dann angefangen zum Sempern, hat nicht aufgehört mit der Semperin, ich will nicht. Ja. Und ich habe gemerkt, du warst schon, ich will nicht sagen hilflos, weil hilflos warst du nie, aber es ist schon leicht. Es unlocker. Hat schon gekehrt, hat schon ein bisschen mal schon gemerkt, da spannt sich was auf. Und auf einmal stehst du auf, nimmst den Rest von den Kiebel, lass ihm den drüber, setz ihm den auf, es riecht ihm noch alles so, aber es sind die Oliven drüber, es ist das Öl drunter. Und dann nur, Papa! Das war eine von den herrlichen Sachen. Ja, das vergisst man nicht. Sowas vergisst man nicht. Aber sag Gerhard, wenn ich mich erinnere, ich habe das nicht irgendwie da hat es doch noch so eine fesche Gredel, so ein Tiroler Engel gegeben. Wie wird das? Ja, Jösses, mein Piankerl ist das. Und das blonde Engel aus dem Hopfgarten. So schaut's aus. Benigberg Hopfgarten und auch die hat eine Geschichte mit Matthias. Vielleicht habe ich mich verirrt im Wirbelsturm zwischen zwei Gefühlen. Von SOS, ich will nicht untergehen. Hallo Matthias.
Matthias oder wird der Papa immer so nett zu dir, sagt, hallo Mutzel. Ich kann es überhaupt nicht glauben, jetzt wärst du schon 30 Jahre alt. Ich weiß noch aus einer Zeit, da warst du vielleicht 5 oder 6 Jahre alt und du warst mit deinem Papa bei uns im Hotel in Tirol und wolltest einen Tag nicht mit dem Papa gemeinsam verbringen, sondern einfach in dem Hotel bleiben. Und ich habe natürlich gesagt, ich passe ein bisschen auf dich auf und nehme dich mit in meine Wohnung. Und das haben wir dann auch gemacht und du bist in diese Wohnung reingegangen und das Erste, was du gesagt hast, na, da schaut's aus. Dann habe ich mir damals gedacht, okay, wenn mir die 5-Jährigen jetzt schon sagen, dass bei mir in der Wohnung ausschaut, dann muss ich echt was ändern. Auf jeden Fall, ich bin bis heute immer noch nicht eine sehr perfekte Hausfrau, aber immer wieder denke ich an dich und jedes Mal, wenn ich in die Wohnung gehe und es ist wieder mal nicht aufkam, rede ich mit mir selber und sage, na, da schaut's aus. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall alles Gute zu deinem 30er. Dein Papa ist mega stolz auf dich. Er erzählt immer von dir und immer wenn er da gewesen ist, hat er auch wieder was für dich mitgenommen. Unter anderem eine CD mit Signatur. Und meine aktuelle, die werde ich jetzt wieder für dich signieren. Und dann laufe ich gleich zur Post und schicke das, damit es auch noch rechtzeitig ankommt. Mach's gut und ich hoffe, dass wir uns bald wieder mal sehen. Ciao. Ja, bist deppert, jetzt haben wir sie aber, jetzt waren wir schon sehr fleißig, muss ich sagen. Stimmt. Müssen nicht im Fernseher auftauchen. Jetzt. Ja, du, das können wir schon machen, das hast du heute da. Hast du Netflix? Ja, völlig wahrscheinlich. Na, dann drück drauf. A few moments later. Das stimmt. Wahnsinn, dass das schon wieder ein Jahr her ist. Im März war ich mit ihm Golf spielen in Mallorca. Mit wem? Mit Matthias? Ja. Ja, das Zeit vergeht ist ja nicht schnell. Das ist ja schon wieder 2024. Ist der Matthias heuer nicht 30? Ja, in einem Monat, glaube ich, gell? Ah, im 94? Hausmeister 94. Hausmeister 94. Das heißt, du musst heuer 30, weil du bist du deppert. Jetzt wird das Fußball auch schon so ein halbwegsamer Mauer. Ja, wirklich. Verheiratet, jetzt wieder 30. Ja. Jetzt wird er dann erwachsen. Jetzt muss er nur. Nein, der wird nie erwachsen, der Mensch. Wurscht, was mit dem Mann sein wird, aber nicht erwachsen, glaube ich. Der Mensch, er schaut vielleicht ein bisschen verbrauchter aus schon, aber. Ja. Ich glaube, erwachsen wird er nie. Ja, das stimmt. Wie wir uns kennengelernt haben, haben wir aber noch relativ jung ausgeschaut. Stimmt. Das war schon ewig her. Wir haben uns 2 Stunden oder 3 Stunden allein nicht beim Hermann Strandbauer sitzen lassen. Weil er irgendwen begrüßen gegangen ist, 2 Stunden. Komm gleich wieder. Komm gleich wieder. Klassiker. 2 Stunden später. Ja. Ja. Der Mensch ist sowieso verpeilt des Todes. Mit dem kannst du auch nichts ausmachen. Okay. Und was du mit dem ausmachst, entweder kommt er viel zu spät oder. Er kommt immer zu spät. Matthias kommt nie pünktlich. Na, laut Anna kommt er nie zu spät. Immer zu früh. Immer zu früh. Ach Gott. Ja, gab es Feier da überhaupt der Matthias in 30er? Oder? Keine Ahnung. Mit dem Alter feiert man dann? Ich kann jetzt nichts drauf sagen. Vielleicht in seinem Weinkeller. Gab es. Eine Flasche Wein. Der Schnorrer zahlt sich nicht. Schauen wir mal, ob wir da eingeladen sind, ne? Ja, stimmt allerdings. Ich mag es fast zu bezweifeln. Wo hast du eigentlich Matthias kennengelernt? Wenn wir schon bei dem Thema sind. Das war bei dir. Bei uns? Ja. Draußen? Im Hof, also im Garten. Ja, im Garten. Tief am Stammtisch. Im Stammtisch. Wir haben noch geraucht, haben seine 2 Packen gelben Golas. Das ist auch schon lange her. 20 Kilo? 20 Kilo. 20 Kilo her, das war aufgehört zum Rauchen. Circa. Ja, aber jetzt hat er schon wieder brav abgenommen. So ist er nicht. Ja, das war einfach nicht immer diese kennengelernt. Ich glaube, das ist auch schon wenig her. Ich bin noch in der alten Wohnung gewohnt. Das ist sicher schon 6-7 Jahre her. Im Volksgarten. Zur damaligen Zeit seinen Hauptwohnsitz, glaube ich. Das war eine schwere Zeit für ihn. Ja. Ich glaube, wir haben ihn kennengelernt durch seinen Vater damals. Ich war schon mit seinem Vater in der Solveranda oder keine Ahnung wo überall. Da war der Matthias noch ein Bärschau. Ja. Das ist schon ewig her. Es ist wieder Zeit vergeht. In diesem Sinne, Matthias, wünschen wir dir alles Gute zu deinem 30. Geburtstag. Ja? Ja, passt, oder? Glaube schon. Ich glaube auch.
Also jetzt haben wir da schon einiges durchgearbeitet von dem jungen Mann. Schulisch gibt es da sicher auch irgendwas zu erzählen. Doch, ich war immer mit Matthias sehr zufrieden in der Schule. Ja. Also Martina weniger ein bisschen, die war halt ein bisschen, ich war ein bisschen unlocker, wie sie ist, aber es war halt so einmal. Also meinen ersten Elternsprechtag habe ich gehabt, da war der Matthias 14. Das ist ein richtiger Alter. Ich gehe in die Schule dorthin und der junge Mann steht auf 5,5er. Und ich habe mir nur gedacht, die Lehrer sind mir wurscht, der Matthias ist mir wichtig. Mhm. Und ich habe geschaut, wie kriegen wir den Matthias wieder fit, wie kriegen wir den Matthias wieder hin. Und vor allem, es ist auch letztendlich gegangen, der war damals 14, 15, was macht er für einen Job, was tut er. Und ich habe geschaut, dass wir da halt ein bisschen ein Selbstvertrauen in den Buben reinkriegen. Ich habe ihm nicht geschimpft, mir hat auch nichts Schlechtes, Negatives gehört. Und ja, in der Schule war er halt nicht der Fleißigste, sagen wir mal so, aber wie das Leben so spielt, heute interessiert das keinen. Wenn mir vor der Deutsch spontan, der Apfel fällt nicht weit vom Pferd, großartig. Fünfer hin, Fünfer her, alles gut und schön, aber was ich mir erinnern kann, auch bei den Urlauben, die wir damals verbracht haben, der Matthias hat immer gesagt, ich wäre Versicherer. Ich mache das wie der Papa. Da hat es ja auch, glaube ich, auch was gegeben mit Steigbügel und so weiter. Ja, da hast du absolut recht. Also, ich glaube, er war für keinen anderen Job so geschaffen gewesen wie für den. Ja, das, und gewusst. Das hat er selber gewusst. Ja, das und ich muss da eins sagen, dass da wirklich Leute gegeben hat, die was ihn natürlich mörderisch unterstützt haben. Nicht nur von der Familie her, sondern auch in dem Fall von der Allianz her. Und da möchte ich die einen ausstreichen. Das ist der Hannes Zotter, okay. Der was, Hannes kennst du, ja, der war auch immer so miteinander mit. Immer Theater, ja. Hut ab. Danke, Hannes, dafür. Und Matthias, jetzt viel Spaß mit Hannes. Hallo Matthias, alles Gute zu deinem runden Geburtstag wünsche ich dir. Ja, eine kurze Geschichte, die uns gemeinsam verbindet. Ich war ja vor rund 13 Jahren der Lehrherr in Mistelbach und da fällt mir nur eins ein, Anruf, Berufsschule Feldbach. Ich soll vorbeikommen, es gibt Gesprächsbedarf bezüglich Matthias Heiß. Ja, ich habe mir nicht großartig was dabei gedacht. Ich bin sowieso in Graz am Wochenende immer unten. Und hab das einfach verbunden, Montag früh, Schlenkerer Richtung Feldbach, geh dort um 9:30 die Stiegen rauf, wer kommt mir entgegen? Du. Damals noch per Sie und voller Distanz und Ding, jedenfalls, du hast alle Form gespielt, hast mich gefragt, um was geht, warum ich da bin, habe ich dir das kurz erklärt. Ja, wie gesagt, du warst natürlich dementsprechend nervös. Ich bin dann weiter Richtung Lehrerzimmer, dort haben mich schon drei erwartet, drei Lehrer. Die haben mir kurz gesagt, was alles nicht gegenstandsmäßig funktioniert und dass du halt ziemlich unruhiger Geist bist. Aber nach 3 Minuten, das muss man auch ganz klar sagen, haben alle einhellig gesagt, dass du ein Lieber bist und dass das schon alles funktionieren wird. Und das war das Positive und so bin ich auch nach Hause gefahren. Du hast dann deinen Weg gemacht, du hast das alles abgeschlossen. Und für mich ist die Lehre aus der ganzen Geschichte, wenn man es jetzt betrachtet im Nachhinein, nicht all das, was kurzfristig vielleicht negativ ausschaut oder Probleme verursacht, ist auch allalong negativ. Man sieht es bei dir. Alle deine Eigenschaften, Charaktereigenschaften sind dir im jetzigen Job absolut dienlich und du hast deinen Job super im Griff. Und deshalb wünsche ich dir alles Gute für deinen beruflichen und auch privaten Werdegang. Alles Gute. Ja, der Hannes hat da gerade berichtet, von dem, was da in der Berufsschulzeit abgegangen ist. Aber ich kann mich da noch erinnern, wie war denn das schnell? Siesal! Da war doch. Ja, die Isal war in Matthias und auch, muss ich ehrlich gestehen, meine Rettung dafür. Die hat ihm Matthias Nachhilfe gegeben
und sie hat von mir nichts genommen, nichts wollen. Und ich sage zuerst dir danke dafür, du hast ja eine Nummer komponiert. Und ich sage in Isal danke dafür, dass du Matthias durch die Berufsschulzeit durchgeholfen hast. Sie hat ja wirklich einen großartigen Schmäh gehabt. Also ich glaube, dass den Buben in dem Alter schon gut beendigt und gequiert hat. Ja, das steht auch. Aber das wirst du gleich hören. Lieber Matthias, alles Liebe zum Geburtstag. 30 Jahre, das ist schon mal ein Alter. Ich bin natürlich jung geblieben. Schön, dass du so viel Erfolg hast in deinem Leben und ich darf mir da ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ich frage mich zwar noch immer, wie wir das hingekriegt haben, aber unsere Nachhilfestunden waren immer wieder lustig, mit Belohnung Tequila oder mit Hauer der Fernbedienung. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Liebe, alles Gute, auch auf dem weiteren Weg und bis zum nächsten Mal. Pfiatti! Sleeping seagulls uncertain, for them mit so einem großen Herz. Sleeping seagulls uncertain, mal das so, na das ist kein Scherz. Ja, aber sag, nachdem diese ganze berufliche Geschichte und so weiter, nachdem das alles abgehandelt war und der Matthias ja da deine Leistungen dann hochgeschraubt hat und das gut vorgelegt hat, hat er da nicht bei irgendeiner Agentur mit einer Dame angefangen, die hat doch irgendeinen Martin als Sekretär, als rechte Hand gehabt? Wolfi, umgekehrt. Umgekehrt? Umgekehrt. Die Dani war von Martin Warnatsch. Man möge mir das verzeihen. Die rechte Hand. Und die Dani hat mich angelegt damals eigentlich und hat den Matthias dafür übernommen, quasi ein Heiß für den anderen Heiß und hat den Matthias eigentlich super, super geführt, geholfen in schwierigen Zeiten und der Martin, war der Schirmherr bis heute und die sind auch sehr gut befreundet. Super. Und wir werden gleich einen Aufwaschen machen. Super. Mit Dani und Martin in Anschluss. Hey Bulli, kaum zu glauben, auch du bist schon 30 Jahre alt. Und ein Wahnsinn, dass wir uns jetzt schon seit 23 Jahren kennen, dass ich damals auch deine Zweitmama sein durfte. Offensichtlich habe ich dich wirklich gut erzogen, weil ich bin wirklich stolz, was aus dir geworden ist, dass du so viel erreicht hast. Du kannst da selber echt stolz auf dich sein. Hut ab. Gratuliere auch nochmal zur Hochzeit. Super, dass du endlich in den Hafen der Ehe eingelaufen bist. Ich habe nur eine kleine Bitte, wenn es ein Kind oder einen kleinen Hund kriegt, lass nicht vor ihm bitte. Happy Birthday. Bus. Servus, lieber Matthias. Ich habe jetzt leider nur ungefähr Minuten Zeit. Das heißt, ich kann nicht sehr viel sagen. So viel nur, es ist jetzt ungefähr 12 Jahre her, seit wir uns kennengelernt haben. Du warst die Draufgabe von dem Vater, vom Gerhard, wie ich seinen Bestand übernommen habe. Und über das bin ich heute sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich, weil du hast jetzt so einen ganz super Versicherer entwickelt. Du bist fachlich fit, du bist top motiviert, du bist immer optimistisch, du bist digital fit. Das unterscheidet ein bisschen von mir. Und was mir noch mehr taugt, du hast ja privat zu einem ganz tollen Menschen noch weiterentwickelt. Wir haben uns besser kennengelernt. Es ist eine tolle Freundschaft entstanden. Nicht nur zwischen uns zwei, sondern zu meiner ganzen Familie. Und ja, eigentlich gehörst du zur Familie dazu. Du weißt alles. Du weißt, wo der Kühlschrank ist, der Weinklimaschrank, der Keller. Also die wichtigsten Sachen. Du hast dein eigenes Schlafzimmer, wenn es einmal länger wird. Und wenn du dann zum Frühstück holen dran bist, dann weißt du, dass die dunklen Zimmer keine Kornspitze sind. Ja, ich sage nur, alles Gute zu deinem 30er. Bleib so, wie du bist. Und vielen Dank für deine Freundschaft. Wann ich mal in den Himmel komm, dann schau ich dort gern um und um. Ob wo ein Buschen hängt, ein Gräner, denn das ist Landeswappen von
Ton und Sverna und Herregol, ganz leis und still, zwei Galtur und voller Gefühl. Da jacht sie auf, denn ich weiß gewiss, das ist dem Sverna Separatis. Ja, Gerd, man kann ja auch ein bisschen in den persönlichen Bereich hineingehen, wir sind ja quasi unter uns. Du hast ja da, glaube ich, noch was. Ja, stimmt, wo ich viel vorbei sitze, ja, persönlich wird. Ich wollte einen Papa besuchen, deinen Opa Matthias Oman, der ist leider schon von uns gegangen vor kurzem. Ihm geht es aber gut. Er ist mit Tobi unterwegs. Er fliegt zwischen die Wolkerl mit dem Mercedes um und um, schöner Mercedes-Stern. Hat den Kofferraum voll mit Kuchen und beliefert die ganzen Engel mit seinen Kuchen. Die schaut schon fast alle aus wie ich. Die Engel wird schon schwer mit den Wolken. Aber das ist halt so. Und der Opa hat einen Spaß. Für uns ist es auch so, dass egal wo der Opa ist, er ist immer da und wird er immer auch da bleiben. Matthias, ich soll dir vom Opa was ausrichten, und zwar Happy Birthday, alles Gute zu deinem 30. Geburtstag, und er ist wahnsinnig, wahnsinnig stolz auf dich. Alles Gute, alles Gute. Großvater, kannst du nicht aber kommen auf einen Schnellkaffee? Großvater, ich möchte so viel sagen, was ich erst jetzt verstehe. Großvater, du warst mein erster Freund und das vergiss ich nicht. Großvater. Was hat gehört? Es gab doch auch künstlerische Begegnungen, nicht nur mit Musikern. Da war noch was irgendwie. Da hast du noch irgendwas dazu. Was war denn da? Du, da gibt es eine Malerin, die Lisa Fakasch, die befreundet sei mit Matthias. Mhm. Und da hat er sich zum 30er sein eigenes Geburtstagsgeschenk machen lassen. So ein Feinspitz. So ein Feinspitz. Bitte, Lisa. Hallo Matthias, ich wünsche dir alles, alles Liebe zu deinem 30. Geburtstag. 30 Jahre ist eine unglaublich großartige Zeit und es ist noch viel unglaublicher, was du auf die Beine gestellt hast. All die Erfolge, alles, was du beruflich aufgebaut hast, die ganzen privaten großartigen Neuigkeiten in der letzten Zeit, es hat sich wirklich viel getan und ich freue mich, all diese Momente und diese großartigen Erfolge und Erlebnisse in deinem Kunstwerk, in deinem Auftragskunstwerk festzuhalten und wünsche dir alles, alles Gute zum Geburtstag und bis bald. Was er gehört, jetzt haben wir doch schon einige Personen aus dem Matthias seinem Leben durchgearbeitet, beziehungsweise darauf hingewiesen, aber da fällt doch noch wer. Ja, fällt ganz, ganz, ganz wer wichtiger fällt, und zwar die Liebe seines Lebens, Diana. Ja, mein Pupsi-Bär, auch ich wünsche dir alles, alles Liebe zum 30. Geburtstag. Willkommen im Club. Und ja, wir wissen alle, dass ich nicht so die große Rednerin bin, deswegen kommt von mir jetzt keine Geschichte. Aber mich hast du ja sowieso noch die nächsten 30 Jahre oder auch länger an der Backe. Also alles Liebe und einen schönen Geburtstag. Aber Matthias, jetzt haben da noch sehr viele Leute noch was zum Sagen. Gute Unterhaltung. Ein Stier steht auf der Weide. Na Spaß, das können wir jetzt nicht bringen. Das ist deine Aufgabe, Heißi. Wir wünschen dir alles Gute zu deinem 30. Geburtstag. Und dass du heute gescheit feierst, gell? Hallo Matthias. Wir wünschen dir alles Gute zu deinem Geburtstag. Und viele liebe Grüße aus Zwettl. Hallo Matthias, mein Hi. Bester. Willkommen im Club der 30er. Alles Gute zu deinem Geburtstag. In der Volksschule haben wir uns zu zweit ganz lustig gehabt. Und das ist schon einige Zeit lang her. Ich habe wirklich mit dir sehr viel Spaß gehabt in den letzten fast genau 30 Jahren. Freue mich auch mit dir in den weiteren 30 Jahren ganz viel Spaß zu haben, ganz viele Abenteuer zu erleben. Jetzt sind wir nicht mehr so wie in der Volksschule zu zweit. Jetzt haben wir jeder von uns ein wunderschönes Anhängsel dran. Es ist trotzdem lustig, glaube ich. Bleib so wie du bist. Weiterhin viel Erfolg. Viel Spaß im Leben und nur das Beste. Alles Gute nochmal. Wir haben dich lieb. Adios. Hallo Matthias. Du, wir haben jetzt gehört, du gehörst jetzt auch zum Club der alten Säcke. Hä?
Aber alt werden tut nicht weh. Kannst du gar nicht. So, wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag, viel Spaß beim Feiern und liebe Grüße aus Oberösterreich. Lieber Matthias, lieber Heißi, wir feiern heute deinen Geburtstag und ich wünsche dir jetzt schon im Voraus sozusagen alles Gute zum 40. Geburtstag, zum 30. Entschuldigung, ich war ein bisschen älter als du bist. Und ja, ich hoffe, wir feiern heute schön und ich hoffe, das Video wird auch schön. Bis bald. Hallo lieber Matthias, ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe zu deinem 30. Geburtstag. Und bitte keine Panik, die 30er sind sowieso viel lustiger als die 20er. Wirst du sehen. Hallo Matthias, wünsche dir alles Gute zu deinem 30. Geburtstag. Ja, die Zeit vergeht schnell. Wir zwei haben viel erlebt. Und bin so stolz, was du alles geleistet hast. Und wünsche dir nochmal alles Gute zum Geburtstag. Servus. Hallo Matthias, grüß dich. Hallo, servus. Du, wir sind gerade am Suchen, eine Lebensversicherung braucht man. Eine 30-jährige Lebensversicherung? Unbedingt 30 Jahre. 30 Jahre gibt es ja gar nicht mehr, oder? Erleben. Ehrlich? Erlebensversicherung. Ach so, ja, da müssen wir ja weiterschauen. Ne? 30 Jahre. Da brauchen wir einen Versicherungsvertreter. Ja, das wird schwierig sein, gell? Nicht schwierig. Du, aber keiner wollen. 30? Was war da noch? Mit 30 war noch irgendwas. 30 war noch irgendwas. Mit 30 Jahren? Weißt du was? Hat irgendwer Geburtstag, oder? Der ja. Matthias. Der Matthias hat Geburtstag, genau. Ja, den gratulieren wir jetzt. Der wird auch schon 30 Jahre. Ja, gut, dann Matthias. Dann alles Gute, alles Gute, tschüss. Zum Geburtstag. Für dich, liebe Grüße, Grette. Und Franz. Ah, für dich. Hey Matthias. Alles Gute wünschen dir auch die Kochs. Zu deinem 30. Geburtstag. Viel Gesundheit wünscht man da natürlich. Und genau, immer gesund bleiben, alles Gute für deinen weiteren Lebensweg. Die Mädels wünschen dir auch alles Gute. Genau. Alles Gute. Alles Gute von den Koch. Tschüss. Ciao. Jetzt sitzen hier wir vier vor dir. Gratulieren möchten wir. 30 bist schon fescher Bursch. Erst, das ist uns nimmer wurscht. Du bist leibend, super drauf. Alles Gute wünscht man. Und jetzt sauf! Hallo Matthias, alles Gute zum 30er von uns. Von Jackie und Tante und dem Walter. Alles Gute, Happy Birthday! Happy Birthday, Prost! Alles Gute zum 30er Geburtstag! Lieber Matthias, wir wünschen dir alles Gute zu deinem 30. Geburtstag. Hallo Matthias, alles Gute zum deinem 30. Geburtstag. Liebe Grüße aus Neim. Tschüss. Hallo Matthias, alles Gute zu deinem 30. Geburtstag. Super, dass wir schon so lange befreundet sind miteinander. Auf weitere tolle Erlebnisse und Urlaube und viel Glück in der Zukunft und noch weiterhin viel Erfolg. Lieber Matthias, wir wünschen dir alles Liebe zu deinem 30. Geburtstag. Bleib gesund, bleib so wie du bist. Alles Liebe, alles Gute. Juhu! Alles Gute! Lieber Matthias, wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag. Wir würden viele Geschichten über dich wissen, aber wir erzählen sie besser nicht. Happy Birthday! Alles Gute zum Geburtstag, Onkel Matthias. Happy birthday!
Hallo lieber Mati, nachdem du deinen 30. Geburtstag hast, muss ich dir ganz herzlich gratulieren. Ich wünsche dir von Herzen Glück, Liebe, Gesundheit, alles, alles Liebe für dich. Du bist ganz reizend. Bleib so, wie du bist. In Liebe, deine Oma. Happy Birthday to you. Ein breiter Freundeskreis. Großartig. Fällt da was ein dazu? Ja, sicher fällt mir was ein dazu. Ich möchte mich wirklich von ganzem Herzen bei allen, die was da beteiligt waren, bedanken. Ich denke mir, der Matthias hat sicherlich eine Freude damit. Und auch Wolfi, bei dir möchte ich Danke sagen. Liebend das war gerne. Wie immer herrlich. Ewig schon kein Erwischt mehr gemacht. Und ich kann euch nur eins sagen, Leute, wenn der Wolfi bei euch in der Nähe spielt, schaut euch an. Es versammt was, wann nicht. Danke. Matthias, jetzt komme ich noch mit da. Ich wünsche dir vom Herzen alles Gute zu den 30er. Ich bin irrsinnig stolz auf dich. Du bist ein gerade gewachsener Bub. Ich hab dich lieb, wirklich. Aber verzeih, dass ich mich da noch mal einmische. Das mit dem Schnitterl hättest du schon besprochen, aber abschließend weißt du doch nicht. Ich glaube, du hast das eine oder andere noch zu erzählen, beziehungsweise was miteinander lebt. Noch eine Geschichte über Matthias. Alle geht noch. Okay, eine haben wir noch. Und zwar Machfelderhof. Wir haben Machfelderhof kennt. Da waren wir Oma, Opa, Matthias, ich waren wir in Machfelderhof essen und der Matthias war, ich schätze mal, 5, 6 Jahre alt. Und damals hat es noch gegeben, damals hat noch gelebt, der Gerhard Bocek, legendärer Machfelderhof-Chef, ja, kommt mit den Speisekarten, ja, grüße meine lieben Gäste und so, und gibt jeden Speisekarten und wir suchen sie was aus. Und der Matthias war ein bisschen unlocker damals, weil es keine Hamburger gegeben hat. Und der Herr Bocek kommt und will die Bestellung aufnehmen mit einem von seinen Kölner und sagt, na, meine lieben Gäste, ist alles in Ordnung einstweilen bei euch. Und der Matthias sagt zu ihm, du, was bist denn du für ein Wirtshaus? Da gibt's nicht einmal Hamburger. Matthias, super, behalte dir bitte das bei, wenn da irgendwas nicht passt, dann sag's. Happy Birthday. Alles Gute. Du weißt aber ganz genau, dass der Papa noch immer irgendwo irgendwelche Schmankerl hat. Also nicht nur mit dem griechischen Salat, sondern ganz besonders für die Sternsinger. Es geht eine Ehe mal lang, Ehe mal lang, Ehe mal lang, Ehe mal lang. Und nur sie weiß, es ist nicht wie es scheint. Und sie weint, sie weint. Aber nur wenn sie alleine ist, nicht wenn sie ist, wenn sie ist, wenn sie ist. Wie eine, wie immer lacht. Was immer auch passiert, es war noch nie zu spät, dass man zu sich selber findet und auf die Reise geht. Und was du glaubst zu wissen, es war noch nie genug, man darf nie aufhören zu lernen, aus Feldern wird man klug. Geburtstag heute, und ein jeder, der dich liebt, singt Happy Birthday, oh my darling, schön, dass es dich gibt. Du hast Geburtstag heute, und es ist ein Freund, der wird gefeiert, heute Leute, was auch kommen mag.
denkt oft zu viel nach, was übermorgen wird. Du hast das Schicksal, das tut, was will, doch ein Gewissen, das dich führt. Doch denk nicht immer dran, sonst wirst du steif und kalt und hart. Der Gescheitere ist der, glaub ich, der sieht es als der Sport. Du hast Geburtstag heute, und ein jeder, der dich liebt, singt Happy Birthday, oh my darling, schön, dass es dich gibt. Du hast Geburtstag heute, und es ist ein Freund, der wird gefeiert heute, Leute, was auch kommen mag. Du hast Geburtstag heute, und ein jeder, der dich liebt, singt Happy Birthday, oh my darling, schön, dass es dich gibt. Du hast Geburtstag heute, und es ist ein Freund, der wird gefeiert heute, Leute, wir sind da froh, was auch kommen.